Schau, du hast es schon angesprochen, in Wirklichkeit hat man damit gerechnet. Es hat aber trotzdem, obwohl quasi die Meinungsumfragen es vorausgesagt haben, und zwar schon seit etlichen Monaten, obwohl die meisten Experten es vorausgesagt hatten, hatte man offenbar in Deutschland trotzdem gehofft, aufgrund von was auch immer, offenbar das Zutrauen auf die deutsche Vernunft, das die Deutschen gerne haben, dass es vielleicht doch nicht ganz so ausfallen würde. Warum? Weil genau in diesen ehemaligen ostdeutschen Bundesländern gilt die AfD, die da so stark dazu gewonnen hat, halt als tatsächlich rechtsextrem. Das sind genau diese Landesgruppen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurden. Zum Beispiel der Chef der einen Landesgruppe, Bernd Höcke, der durfte sogar als Nazi bezeichnet werden, und der ist, sagen wir, drücken wir es mal so aus, der Herr Höcke ist eine Kategorie für sich. Weil du es gerade angesprochen hast, diese Brandmauer, die oftmals in deutschen Medien immer wieder genannt worden ist und auch jetzt immer wieder genannt wird, da geht es ja darum, dass man eben diese Weitrechtsaußenpartei ausschließt von einer Regierungsbeteiligung. Mhm. Alice Weidel hat jetzt heute genau davor gewarnt und gesagt, wenn man jetzt erneut den Wählerwillen so missachten würde, hätte das definitiv auch Konsequenzen, und diese Brandmauer würde dann eigentlich genau das Gegenteil befeuern. Wie siehst du das? Das weiß ich, das ist immer das Argument von den Vertretern von Rechtsaußenparteien. Und da gibt es natürlich eine alte Debatte, das war in Österreich halt wirklich schon im Grunde hier immer anders, weil sowohl Rot als auch Schwarz am Ende dann immer wieder mit der FPÖ koaliert hatten. Also das hat schon in den 80er Jahren begonnen, hat sich dann weitergezogen. 2000er Jahren, Deutschland und Frankreich zum Beispiel, haben immer gesagt, es gibt diesen Cordon sanitaire. Also diese Brandmauer, ja, nicht mit echten Rechtsaußen. Jetzt ist da das Problem, ich sage es noch einmal, wir reden beim Herrn Höcke nicht von einem Politiker, wie man von mir aus nicht einmal mit dem Herbert Kickl, der bei uns schon sehr weit rechtsaußen ist, vergleichbar ist. Das heißt, wenn du deine Grundwerte ernst nimmst, als CDU-Politiker, als SPD-Politiker, als FDP-Politiker, wurscht wer, dann wird es sehr, sehr schwer sein zu sagen, naja, es haben zwar 30%, und 30% sind nicht 100%, um das ganz klar zu machen, und sind auch nicht 50 plus eine Stimme für ihn gewählt, und naja, dann kann man ihn halt als Nazi bezeichnen, und dann sagt halt der Verfassungsschutz, dass diese Landesgruppe rechtsextrem ist, aber was schert uns das? Wir kooperieren trotzdem mit denen. Ich glaube, dann gibt sich die deutsche Politik auf. In Deutschland muss man echt schon die Frage stellen, welche Fehler wurden dort eigentlich nicht gemacht? Ja? Also grundsätzlich deine Frage zu den neuen Bundesländern. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon etliche Jahre her, das war noch für News, hatte ich eine Neonazi-Reportage in Ostdeutschland gemacht. Und schon damals ist mir aufgefallen, dass mir die jungen Neonazis gesagt haben, spannend, du redest mit uns, es redet sonst keiner mit uns. Und die einzigen, die herkommen, sind die von der NPD. Das war damals die totale rechtsextreme / Neonazi-Partei. Also ja, man hat die immer ein bisschen übrig gelassen. Die anderen, die die Ostalgie hatten, also geschwärmt hatten von der DDR, weil da alles viel einfacher ist, und das ist auch ein bisschen jetzt das Phänomen mit der Frau Wagenknecht, das muss man auch bedenken, die ja auch diese DDR-Utopie-Fantasien nach wie vor hat und dort ankommt, ja, auch um die hat man sich zu wenig gekümmert. Also das ist etwas, das über Jahrzehnte in Wirklichkeit gewachsen ist. Man hat ihnen irgendwie oktroyiert, ihr müsst jetzt so ticken wie wir, hat zwar mitgekriegt, na, die einen driften noch total rechts außen ab und die anderen in irgendwelche DDR-Nostalgie-Schwachsinnigkeiten und hat nicht eingegriffen. Also ich werde jetzt etwas sagen, das mich bei Teilen des Publikums wieder sehr unpopulär machen wird, aber ich bin immer der Meinung, man sollte die Sachen aussprechen, wie sie sind. Sowohl das Ergebnis von der Höcke AfD als auch von der Frau Wagenknecht zeigen,
Demokratie lernt man nicht über Nacht. Und Demokratie braucht mehrere Generationen, um sie wirklich zu verinnerlichen. Auch die Frau Wagenknecht und ihre Partei geben auf sehr komplizierte Fragen scheinbar einfache Antworten. Und dieses Links-Rechts, was sie da macht, das ist ja nicht neu. Das ist ja quasi in gewissen Themen sehr weit rechts zu stehen, also in allem, was Ausländer angeht und Sonstiges, und gleichzeitig aber in der Sozialpolitik links zu stehen. Das ist, ich will jetzt überhaupt keine historischen Vergleiche damit ziehen, sondern aber das ist das Wesen von rechtspopulistischen Parteien schon seit etlichen Jahren. Andererseits musst du natürlich mehr, das ist das, was ich vorher gemeint habe, mehr machen als Lippenbekenntnisse von wir werden jetzt Abschiebeweltmeister werden. Das mag ein schöner Interviewtitel für Olaf Scholz gewesen sein, den SPD-Kanzler. Aber das reicht halt noch nicht. Du musst den Menschen ganz, ganz klar machen, dass du dieses Thema ernst nimmst. Du musst den Menschen klar machen, dass du die Terrorgefahr verstanden hast, dass diese permanenten Einzelfälle, und das kennen wir aus Frankreich, und da muss Deutschland echt gewaffnet sein, überall wo so kleinere Fälle anfangen, kann das irgendwann einmal in was wirklich Großes ausarten, dass man da jetzt einfach echte Gesetzesinitiativen macht, dass man da Verschärfungen macht und dass man den Menschen nicht nur sagt, dass man sie verstanden hat, ohne ihnen nach dem Mund zu reden mit Absurditäten, sondern nur in der Sache, sondern ihnen zeigt, dass man sie verstanden hat. Mit der mangelnden Konfrontation und auch ein bisschen mit diesem wer wie was Opfer sein oder nicht Opfer sein. Das heißt, ich würde dieses Wahlresultat oder diese Wahlresultate sehr, sehr ernst nehmen, wenn ich hier in der österreichischen Politik tätig wäre, auch als Konkurrenten der FPÖ, weil es natürlich auch zeigt, und da muss ich noch einmal den Herrn Höcke nennen, dass selbst so eine radikale Figur wie Höcke die Leute offenbar doch nicht davon abhält, solche Parteien zu wählen. Weil ich weiß natürlich, in Österreich ist die Hoffnung sehr, sehr groß, in Teilen der anderen Parteien, dass Herbert Kickl den Menschen am Ende zu radikal sein könnte. Mag sein, dass er nicht bei den 30% liegt, aber dass der Platz 1 ihm deswegen abspenstig gemacht werden wird, das könnte eine riskante Hoffnung sein.